Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Rüki am Themeless Tuesday. Wir sind letzte Woche weitergegangen und haben unseren kleinen Bruder Lars gesucht, den wir allerdings noch nicht gefunden haben. Und warum guckt sie so erschreckt? Ach je. Gucken wir uns mal ganz kurz den Vogel an. Handgeschnitzte Raben, sie sehen so echt aus. Hier müssen die hergestellt worden sein, die da draußen stehen. Gut möglich. Eine Holzfeder, vielleicht stammt sie von einem Holzvogel. Das kommt gleich ins Tagebuch. Okay, hier können wir vielleicht schlafen. Eine alte Matratze, extra groß. Ich frage mich, warum die Familie von hier weggegangen ist. Papa würde diesen Ort lieben. Okay, wirklich? Ah, wir können hier runtergehen. Okay, cool. Eine Dose Haferflocken. Okay. Diese Bärenfalle sieht furchtbar gefährlich aus. Diese Dinger sind wirklich grausam. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Und wir haben die mitgenommen. Hoffentlich kommt es nicht nochmal zu irgendeinem Fight. Unsere Tove hat sich erschreckt. Ach, guck mal in ihr Gesicht. Die guckt aber immer so. Oh Mann, wie witzig. Holzspäne? Vielleicht hat hier ein Zimmermann gelebt. Ja, möglich wär's. Wer auch immer hier gelebt hat, hat ein Gitterbett gebaut. Was haben wir hier hinten? Hä, ist da etwas drin? Hier, kleine Kreatur, möchtest du nicht herauskommen? Ich verstecke mich, verschwinde! Oh, warum versteckst du dich denn? Für den Fall, dass sie zurückkommt. Wer? Pff, sie, dummer Mensch! Hey, unhöfliche Kreatur. Es tut mir leid, hungrige Kreatur. Erzählst du mir davon, wenn ich einen Snack für dich finde? Ein Snack-Kroke, vielleicht. Okay. Wir haben aber, glaube ich, nichts im Inventar. Ein kleiner Kreisel. Cool. Nett. Ja. Haben wir... Das ist ja eigentlich ein Snack, oder? Das wäre ja eine Verschwendung guter Haferflocken. Ja, aber... Ich dachte, wir sollen einen Snack finden. Ja, ich denke, sonst ist hier nichts mehr. Ich guck mal ganz kurz in unser Journal. Versunkene Hütte. Ich habe eine sehr alte, fast komplett eingeschneite Hütte gefunden. Sie gehörte offenbar einem Waldarbeiter. Ich frage mich, ob es der Waldarbeiter aus der Geschichte war. Eine seltsame Aura umgibt diesen Ort, als wären all die Geschichten, die ich gelesen habe, hier Realität. In der Hütte war ein Gitterbett und Schnitzereien von Raben. Aber sie scheint eilig verlassen worden zu sein. Hatte es irgendjemand oder irgendetwas auf die Bewohner abgesehen? Dabei musste ich gleich an unser armes Haus denken. Und an Papa. Ich muss weiterhin dran glauben, dass es ihm gut geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es ihm gut geht. Wie konnte ich... Ja, okay. Ich würde sagen, wir gucken noch mal ganz kurz nach oben, ob wir hier irgendwo einen Snack übersehen haben. Denke aber nicht, nein. Können auch nicht mehr rausgehen, wie mir scheint. Oder geht es hier raus? Ah, hier geht es wieder raus. Okay. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, da links ist ein Krake. Ist irgendwas mit einer Krake.
Nester, ich frage mich, welche Vögel sie gebaut haben. Hä? Völlig leer. Okay, das ist aber sehr komisch. Wozu wurde diese Plattform gebaut? Haben sie die Nester für irgendetwas gebraucht? Vielleicht hat jemand einen Schatz in ihnen versteckt. Vielleicht auch nicht. Das letzte. Oh, da drin ist eine Haarnadel. Na gut. Immerhin etwas, würde ich sagen. Und gucken wir mal zu diesen Krakenfüßchen. Tentakel, ja. Da ist der Name. Igitt, was sind das für Dinger? Vielleicht kann ich sie zerschneiden. Zerschneiden? Hallo, warum? Warum willst du die zerschneiden, liebe Tove? Nee, ich hatte wirklich gehofft, das würde etwas bewirken. Okay. Nee, aber dann lassen wir das erstmal. Wir haben jetzt eine Haarnadel. Können wir die gebrauchen? Neues Abzeichen freigeschaltet. Panoramaroute. Okay. Wir gucken erstmal wieder zu unserem Troll, ob wir vielleicht jetzt irgendwas machen können. Der wartet ja immer noch auf unsere Hilfe. Aber mit was? Wir haben jetzt eigentlich wieder nichts bekommen, mit was wir das irgendwie rausziehen könnten. Eine Bärefalle bestimmt nicht. Damit könnte es klappen, aber was dann? Und die Haarnadel? Okay, auch nicht. Also im Grunde haben wir jetzt für keinen das Richtige dabei. Das ist echt doof. Können wir hier rein? Es ist versperrt. Aber ich wette, ich kann einen Weg finden, es zu öffnen. Ja, vielleicht mit der Haarnadel. Also wenn ich hier ein bisschen wackle und hier ein wenig andrücke und... Yes! Uhu, ich hätte nicht erwartet, dass das funktioniert. Ja, ich schon. So, ja. Überhaupt nicht eingebildet, aber... Also mit einer Haarnadel kann das doch jeder. Nick Bengston, 1750 bis 1812, ein König unter Menschen. Okay. Noch einer dieser Bäume. Hallo, kannst du deine Augen öffnen? Ich muss herausfinden, was hier los ist. Johannes Moller, 1832 bis 1898. Bis zu unserem nächsten Treffen. Okay. Es ist komplett abgenutzt und vergilbt. Ich kann nichts lesen. Was haben wir hier? Merlin Hansen, 1868 bis 1933. Ein weiterer Stern am Himmel. Oh, das ist doch nett. Aber was ist das für ein Haus, das hier einfach... Das ist doch keine Kirche, oder? Olaf Kallström, 1932 bis 1988, gegangen, aber nicht verschollen. Stieg Moller, 1812 bis 1898, du hinterließt keine Spur wie ein gutes Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man gar nichts hinterlässt. Er ist komplett beschädigt. Ich kann nur anders und Bauch lesen. Wie seltsam. Rackenwald Pedersen. 1777 bis 1856 Valhalla wartet. Okay. Hier. Ein Troll. Hallo? Hallo? Oh nein, ich glaube, er ist zu Stein erstarrt. Armer Kerl.
Oh je. Und dann haben wir hier rechts noch einen Grabstein und dann gucken wir mal, ob wir in das kleine Häuschen gehen können. Sieht aus wie ein Familiengrab der Markessens. Hier steht, dass ihre Tochter den nassen Tiefen zum Opfer fiel. Wie schrecklich. Ja. Neues Abzeichen freigeschaltet. Düstere Gedanken. Wozu dient dieser Ort? Dieser Ort wirkt alt und traurig. Für wen ist das? Anka Blomqvist, 1823 bis 1828. Brigitta Olsen, 1856 bis 1862. 10 Jahre. Ja. Oh Gott. Vielleicht sollte ich jetzt einfach meinen Mund halten. 6 Jahre. Oh Gott. Davin Moller, 1878 bis 1883. So viele Namen. Und alle waren im selben Alter wie Lars. Ist das etwa früher schon passiert? Hier werden also Kinder entführt. Mehr Namen. Ruht in Frieden, wer auch immer ihr seid. Was ist das? Der Boden hier sieht aufgewühlt aus. Hier wurde etwas vergraben. Das sieht nach einer großen Steinscheibe aus. Können wir hier nichts machen? Okay, können wir nicht. Das sind kleine Teile einer Eierschale. Das wird sich gut im Tagebuch machen. Gut, es sind jede Menge Kinder verschwunden, in demselben Alter von Lars. Aber ich kann mir nicht helfen, ich kann das immer noch nicht so schrecklich finden. Denn die sind ja bestimmt nicht gestorben, die sind verschwunden. Und vielleicht einfach an einem besseren Ort. Ich will halt das immer noch glauben. Im Moment wirkt das hier auch alles nicht so schrecklich. Ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht. Ein altes, aber robustes Seil. Aber hier bekomme ich keine richtigen Angstgefühle. Noch mehr Gräber oder nur ein Denkmal? Sie müssen einmal sehr wichtig gewesen sein. Karl Carlsen, 1623. Sieht so aus, als wäre schon sehr lange niemand hier gewesen. Ja, das stimmt wohl. Bisschen runtergekommen. Oleg Petersen, 1326. Karl Bauer, 1236. Okay. Und hier haben wir noch eins. William Olfsen, 1263. Und Entschuldigung, wenn ich die Namen hier nicht richtig ausspreche, denn wie gesagt, mein Skandinavisch ist gerade ein bisschen eingerostet. Aber gut, ich denke, ihr verzeiht mir das. Hoffe ich zumindest. Sieht so aus, als gäbe es darunter einen Raum. Ich glaube nicht, dass ich stark genug bin, um es weiter aufzukriegen. Ja, dann mach doch mal hier. Nö? Ach. Oh. Und hier? Oh. Okay. Die kann das wieder nicht. Irgendjemand hat hier ein Buch liegen lassen. Es ist ein Kirchenbuch. Also doch eine Kirche. Okay. All diese Namen. Wow, Menschen, die vor sehr langer Zeit gelebt haben. Und wir gehen hier noch hoch. Ich hoffe, diese Leiter ist nicht allzu morsch. Werden wir gleich herausfinden. Oh! Was für ein Ausblick. Ich will auch sehen. Hallo? Ausblick?
Ausblick sehen will. Die Kamera geht nicht mit. Gehen wir noch eins höher? Ich kann hier die Kamera wahrscheinlich auch leider nicht drehen. Was für eine wunderschöne Blume. Okay. Mann, ich will die Aussicht sehen. Das ist gemein, dass die nur sie sehen darf. Sie sieht sehr schwer aus. Dieser Ort fällt auseinander, aber aus irgendeinem Grund steht noch alles. Dann gehen wir wieder runter. Hätten sie ja bloß eine Rutsche gebaut. Ja, gut. Mit einer Rutsche vom Kirchturm, das wäre aber jetzt auch ein bisschen seltsam. Hier hinten liegt nichts mehr. Und hier kommen wir wohl noch nicht rein. Denn ich denke mal nicht, dass wir mit der Blume hier rein können. Da liegt noch was. Was für ein hübscher Käferpanzer. Das kommt gleich ins Tagebuch. Aha. Ja, ansonsten. Hier liegt noch was. Nö. Scheint nicht wichtig zu sein. Dann gehen wir wohl wieder raus, würde ich sagen, oder? Na gut. Dann haben wir das auch schon, diese große Kirche. Hätte ja wirklich nicht gedacht, dass das eine Kirche ist. Aber gut. Aber wir gehen jetzt noch mal ganz kurz zum Troll. Also es ist so, bei mir liegen ja zwischen den Aufnahmefolgen immer eine Woche dazwischen. Aber war es denn nicht so, dass der Troll eine Blume wollte? Oder bin ich einfach wieder total durch und verwechsel das gerade mit irgendwas? Es wird hier nicht funktionieren. Okay. Sie wollte also keine Blume. Vielleicht kriege ich ihn mit einem Lasso zu fassen? Gute Idee, aber ich brauche etwas Stärkeres, um ihn zu fassen. Wie etwas stärker? Ach, vielleicht können wir. Ha! Da habe ich aber ein feines Gerät gebaut. Gucken wir mal. Pack sie nicht am Kopf. Bitte friss mich nicht, wenn das nicht klappt. Oh, perfekt. Und wir haben ein kleines Schwert. Geschafft. Fühlst du dich jetzt besser, Trollhilde? Keine Dornen mehr. Menschenmädchen ist mächtig. Kann Hilde jetzt Mädchen helfen? Vielleicht. Weißt du, wo ich die Jötner finden kann? Wächter? Nein, aber manchmal spürt Hilde, wie sie sich im Schlaf umdrehen. Hilde ist sich sicher, dass sie nicht so weit weg sind. Knurren aus dem Westen. Trollhilde geht zur Höhle, versucht sich zu erinnern, wo Trollgold ist. Oh, danke. Nette Trollfrau. Und vielleicht ist hier ein Wächter ganz in der Nähe. Neues Abzeichen freigeschaltet, Trollfreund. Okay. Und dieses Schwert, haben wir das jetzt bekommen? Ja, wir haben das. Sehr schön. Damit werden wir aber... Nee, damit bekommen wir das in der Kirche auch nicht auf. Ja, ich denke, das war's dann erstmal für heute. Wir haben Trollhilde gerettet, das finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, wo ich mit der Blume hin wollte, warum ich dachte, die braucht eine Blume. Egal, keine Ahnung, was ich da wieder zusammengedacht habe. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine der Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann. Tschüss.